Ey, der Facharbeiter. Look what I got for you, Pussycat. Dynamite! Er war schon vorher tot. Es war nicht das Dynamit, das ihn erlegte. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Trollreport A Tale to be Told mit einer wunderschönen untergehenden Sonne und John Marston in einem etwas anderen Outfit, das ich mir jetzt mal gegönnt habe. Das Deadly Assassin Outfit. Es gab tatsächlich nur noch eine Sache, die uns gefehlt hat, um dieses Outfit freizuschalten. Das war einmal eine Runde Putz zu machen hier im guten alten New Austin bei den Twin Rocks. Ja, das habe ich dann auch gemacht. An sich, cooles Outfit, langer Mantel, einen coolen Undertaker-Hut, leider auch, ja, sehen wir das hier, halt mal das Pferd an, arrr, mit der Augenklappe. Wir wissen trotz verschiedener Vernarbungen, dass bei John beide Augen noch sehr gut funktionieren, deswegen werden wir das ja auch nicht ewig haben, weil das ist ja, eine Sichtbehinderung, posen, vorposen, habe ich ja nicht für, naja. Haben wir es auf jeden Fall mal gesehen. Ich werde auf jeden Fall nicht jedes Outfit freischalten. Ich habe einfach mal spaßhalber geguckt. So. Was haben wir schon? Den eleganten Anzug. Sollte ich irgendwann nochmal eine arge Geldnöte bekommen, können wir damit beim Poker cheaten. Gentleman's Attire. Damit können wir überhaupt in die High-Stakes-Pokerspiele in Blackwater rein. High-Stakes heißt auch potenziell High-Rewards. Der Grund, warum ich gerade eben diesen Cougar mit einer Stange Dynamit beehrt habe, sehen wir hier, Expert Hunter, das könnte ich mir nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht. Wir sehen ja jetzt nur die Silhouette, ob es was bringt und was es bringt, sehen wir erst, wenn wir es freigeschaltet haben. Sowohl optisch als auch hier beim Deadly Assassin ist es so, unser Dead Eye regeneriert doppelt schnell, was nicht schlecht ist. So werden wahrscheinlich verschiedenste Gegenstände hier einen bestimmten Effekt haben. Können wir mal gucken, bei denen hier Duster Code. Bringt nicht so viel. Okay, es gibt also auch reine Fashion Souls Klamotten, aber einige haben halt auch Sonderfertigkeiten zugestanden. Und ja, weil wir jetzt einfach beim Expert Hunter schon relativ weit sind, habe ich mir gedacht, ja, komm, was soll's. Warum denn nicht? Das aber nur so. Mein Vorschlag für heute wäre, wir müssen uns ja mal hier ein bisschen in den Tall Trees umgucken. Ich würde einmal gern hier hinschauen. Denke mal, das werden wir am besten erledigen mit einer Schnellreise. Mal, dass ich hier irgendwo ein geeignetes ein Plätzerl finde. Ein Stück abseits des Wegels. Und dann reisen wir einfach per Schnellreisefunktion zum nächsten Waypoint. Nanu? Ist das hier Schnee? Na, da sind wir ja wo gelandet, ne? Aber der Hauptgrund, warum ich hier hingeguckt bin, ich wollte nochmal schauen, ob wir hier eventuell Biber auftreiben können. Aurora Bassin. Aha. Du bist ein Vogel, du bist kein Biber. Das ist enttäuschend. Du enttäuscht mich, Kreatur. Also wirklich und wahrhaftig und in der Tat, an West Elizabeth hat die PS3 dann schon zu knabbern. Ich hatte mich gerade in New Austin schon ein bisschen gefragt, ich hatte noch im Hinterkopf, dass es auch so sichtbare technische Limitationen gab, aber da lief es ja alles noch super. Hier merkt man, also komplette 30 Frames sind da dann inhaltlich auch nicht mehr. Hallo Pferd.
Können wir hier übersetzen? Geht das? Scheint so. Oh, da sind wir ja aber schon hier ganz, ganz deep drin. Und das sieht auch schon wieder nett aus. Oder hier so die Lichteffekte? Kommt schon. Das kann man doch mal machen. Finde ich. Für ein 12 Jahre altes Spiel. Das muss man sich halt mal reinziehen, ne? Was denn hier los? Wer bist du? Warum? Deine 8 Dollar samt deines Lebens hättest du ruhig behalten können. Mann, 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 du. Ein unhöfliches Volk. Biber. Lieber Biber. Senior Biber. Bau mir einen Damm. Ich bin drüber. John, was ist los? Für irgendwas mussten wir ja 5 Biberfälle sammeln. Let's make this quick. Ach genau, für Daedalus und Sans. Und sag mal, was müssen wir eigentlich für unsere Master Hunter? Boars, wo finden wir Wildschweine? Verflucht gute Frage. Oh, wir können einen Tomahawk kaufen. Warum sagt mir da keiner? Ich glaube, wir hatten da irgendein Gerücht in Blackwater gehört, oder? Kann mich so grob dran erinnern. Irgendwer hat da irgendwas von einem Tomahawk erzählt. Und warum genau bist du tot? Ich brauche mehr Biber. Na, vielleicht bringt es ja was, wenn ich hier ein Bait auslege. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was genau vom Bait angelockt wird, aber ob das ausschließlich böse Bösewichte sind? Was bist du? Ein Berglöwe, oder nicht? Irr. Muss ich denn hier wieder mit der Kreatur boxen? Das fangen wir definitiv nach einem Kuga. Oh ne, nur noch Bobcat. Kleiner Lux. Gut, also halten wir fest, das hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Wenn wir halt weiter die Augen offen halten nach Bibern. Technisch gesehen sollte der Biber als solches sich ja in der Nähe von Gewässern aufhalten. Ne? Vielleicht bringt es ja auch was, wenn wir hier bisschen dem Fluss folgen. Tanner's Reach. Das ist eine nette Hütte. Ist hier wer Nettes? Weil wir nicht. Entschuldigen Sie, Herr Biber. Ich befinde mich im Jagdfieber. Daher wäre es mir sehr viel lieber, wenn ich Ihnen den Pelz abziehen könnte. Wo seid ihr? Jetzt auf euch zu verstecken. Wildschwein würde ich auch nehmen. Ah. Und was bist du? Warum? Grizzlybären, warum nicht? Au. Ja.
Denn es gibt Grizzlies. Ja, Hätte ich mir anders vorgestellt. Vielleicht liegt das aber auch schlicht an dem Outfit, dass das gar nicht gut ist fürs, für uns. Oh. Eleganter Anzug. Auch das ist doch gar nicht verkehrt, oder? Hat den Hauch von Zivilisation? Oh, na toll. Was ist denn hier? Hummingbird Sage. Mhm. Eine fürs Sammelbuch. Was bist du? Bist du ein Elk? Das sieht man doch aus wie ein Elk, oder? Das ist absolut crazy. So viele faszinierende, neue, aufregende Viecher, die wir erschießen können. Oder die uns rasieren, wie wir uns gerade gesehen haben. Ja. Mhm. Wenn alle Stricke reißen, können wir die Grizzly natürlich auch mit Dynamit sprengen. Aber ich bin ja nur auf der Suche nach dem Wildschwein als solches. Und nach Bibern. Every man for himself out here, I'm afraid. What the hell are you doing? Ja, geil. Mhm. Bester Zeitpunkt, um mir mein beschissenes Pferd zu klauen. Muss einfach nur pfeifen, dann. Freundchen. Was? Ah, schlecht. Okay. Kein Grizzly, sondern Schwarzbär, aber trotzdem. Oh, war doch ein Grizzly. Aber kein zu großer. Ein bisschen rätselhaft, wie ich das überlebt habe, aber... das mit dem 50 Honor, das sehe ich ja nicht so, ne? Er hat mich halt vom Pferd geschmissen und wollte mich abziehen. Und klar hätte ich ihn auch lassen können, aber ich habe einen Grizzly hinter mir. Kontext, Freunde. Kontext ist wichtig. Und ein extrem abgefuckter, gewaltbereiter Grizzly, der einem schon in den Nacken atmet, er ist ein Kontextfaktor, der den Ausschlag geben kann. Is my point. Naja. Schon lauschig hier, ne? Ziegenbock. Pferde hat am Start. Ich mag's doch bloß auf Wildschwein finden, entschuldigens. Manzanita Post. Können wir die Gelegenheit ja gleich mal nutzen, um uns einen Tomahawk zu kaufen, ne? Falls hier wer verkauft. Verkauft ihr wer, Freunde? Nee, alle müde. Please help here. Nee? Well, sir, I need your help. You see, I live in the trading post and, well, my wagon's missing. Won't you find the wagon, mister? I'm an honest woman, and I reward you if you find it, sir. Uh-huh. Okay. Why not? Let's go.
Okay, der Wagen kam von Norden. Wir sind auf der Suche nach Geiern. Das ist einfach so mal eine schöne Zufallsquest. Jetzt ist die Frage, wie weit der Wagen gegebenenfalls gekommen ist. Ach, guck mal da. Da kreisen die Geier doch schon. Wir sehen das. Okay. Ja, 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 ja. Nee, ist richtig. Ist alles völlig, völlig richtig hier. And suddenly Grizzly. Are you fucking kidding me? Okay. Also entweder die Wegelager haben gleich auch ein richtiges Problem, oder die waren schlau genug, sich irgendwie so dressierte Angriffsgrizzlies ranzuzüchten. In beiden Fällen lame irgendwie. Und erneut erwachen wir in Armadillo. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, wie ich immer wieder hierher komme. Das ist eine ganz abgefuckte, täglich grüßt das Murmeltier Edge of Tomorrow-Situation. Fragt nicht. Ich gehe. Tschüss. Wisst ihr was, ich habe irgendwie das Gefühl, war ja bislang ungemein lustig und lehrreich, unser Ausflug, aber vielleicht macht das Ganze dann noch mehr Sinn, wenn ich genauer bestimmen kann, wo ich jeweils bin, wenn ich mir eine Karte kaufe. Dazu müssen wir nach Blackwater. Außerdem, vielleicht schon genug rumgepimmelt hier. Ein bisschen was Vernünftiges machen. Wir haben auch mehr als genug Main-Story-Quests, die wir noch angehen können. What are you waiting for? Climb aboard. Ja, nicht du, die andere. Claudion. Jawoll. So. Komm. What? Thank you very much. Krass. Ich dachte, wir würden wieder 54 abziehen. Jetzt habe ich hier Obscuridad del Santo Andrés. Ein geheiligtes Symbol aus einem weit entfernten Land. Gegner haben eine geringere Chance, dich zu treffen. What? Das ist krass. Ich dachte... Okay, to roll back, how did this happen? What happened? Wir hatten die I-Know-You-Quest des kugelsicheren, merkwürdigen Mannes. Hatte uns ja unter anderem zu der Nonne geführt in Mexiko, bei Las Hermanas. Und dann haben wir uns ja dafür entschieden, sie nicht abzuziehen, sondern ihr Geld zu geben, woraufhin wir konstant belästigt wurden, dass wir doch noch ein bisschen mehr Geld geben sollten. Und ich hatte mich schon in unser Schicksal ergeben, dass wir völlig für Lumpi da halt immer 54 abdrücken. Kannst du denn noch keine 54 geben? Konnten wir schon. Und ich dachte, wir ziehen das jetzt einfach eisenhart durch, bis das Spiel zu Ende ist, ohne jemals auch mal irgendeinen Gegenwert zu sehen. Was ja eigentlich nicht die Idee einer wohltätigen Spende ist, nicht wahr? Aber, krass. Jetzt haben wir einfach mal ein Item, was dazu führt, dass uns Gegner weniger häufiger treffen, wenn sie auf uns schießen. Ein geheiligtes Schutzkreuz. Das finde ich krass. Derbe, derbe, derbe. The Wronged Woman. Oh. Da ist einer Frau übel mitgespielt worden. Nach unseren Erfahrungen in Mexiko sind wir da noch weniger dafür zu haben als vorher. Nee, gehen wir mal besser mal schnell hin. Außerdem ist eh gerade Nacht. Ich hatte eigentlich vorgehabt, zu schauen, werden wir diesmal zum Schneider kommen? Au, das muss wehtun. So. Oh, der übel mitgespielt wird. Der in Unrecht geschah.
Die Frage gilt jetzt schon wieder als, ich breche irgendwo ein, wenn ich sie einfach in diese Kirche, aber... sie betet und für was nur? What did I do to deserve this? Wovon sprechen wir? Excuse me, miss. Something wrong? Does it look like something's wrong? Well, you look kind of upset about something. Perhaps you don't understand what it's like to be disgraced as a woman. To have people gossip about you and turn from you in disgust day after day. People can be real unkind, that's for sure. Yeah. I'm Clara. I used to be a nanny for a family here in Blackwater. The father, he was always so charming. And I, fool that I was, fell for him. Mrs. Thornton, his wife, kicked me out on the street as soon as I started showing. Mr. Thornton turned to drink. Not even a farewell. For a dollar. I have nothing. They will surely take my baby from me. Perhaps you could find the dissolute bastard. Get even a few dollars for me and my baby to find a home. I would be so grateful, sir. I'll see what I can do. Haben wir ja nicht so gern. Okay, Harold in Blackwater finden und Geld für Clara klären. Verstehe. Ich stelle mir aber trotzdem die Frage, warum wir immer noch als Weird West Pirat durch die Gegend laufen. Ich dachte, wir hätten schon... Ja, es ist vielleicht, wenn wir hier Geld eintreiben wollen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. We shall go to Blackwater. Then the Blackwater won't Harold. Yep. Flup. Hat sich spontan niedergelassen. Sieht aus, kann man hier einsteigen? Oh. $100. Mm. Excuse me. You know a girl named Clara? What's that? Is she one of the waitresses around here? No, she was a servant at your house. The only servant we had was that wee darky girl, Sarah. And she left to join our people up north. No, she helped raise your children. You and her had an intimacy of sorts. Look here, laddie. I'm not sure what you're accusing me of. I'm just here to enjoy the tables. Not to hear expressions against my character. I understand you want to keep this quiet. Just give me a few dollars so she can set up a modest household for her and the child. You out of your mind, laddie, or are you just a common criminal? The nerve of you! You think you can blackmail me or insult me over this piffle? You, outside, no! Are you sure, though? Der Rest des Saloons scheint zu wissen, wer wir sind. Für den Spruch muss ich es jetzt eigentlich direkt wieder verbocken. Es ist dieses Custom. So, schnell gewechselt. Also mal ballern. I win. Du hast dich mit Harold duelliert und gewonnen. Suche seinen Körper nach Geld ab, was du Clara geben kannst. Just a little something for my trouble. 200 Tacken. Jesus. Da ging es jemandem gut. Es ist unverständlich, warum der sein Leben so wegschmeißt. Indem er sich mit uns duellieren möchte. Nice to see you there, Mr. Marston.
Joink. So, wo finden wir? Jo. Oh, Wanted. Ah, könnte man auch gleich mal machen, wa? Vielleicht führt es uns ja in ein interessantes Gebiet. Oder wir lernen jemand Interessantes kennen. Beziehungsweise unser Lasso lernt jemand Interessantes kennen. Es wäre alles denkbar. Alles ist möglich hier im Wilden Westen. Guten Tag. Oh. Wo gibt's jetzt das Problem? America's Row. Ein Krimineller. Für Mord gesucht. 600 Tacken! Her damit. Come on. Tennis Reach. Alrighty. 600 Mäuse, ey. Eieieiei. Das können wir ja nur gut finden. Tennis Reach befindet sich am Arsch der Heide. Okay. Machen wir gleich. Aber zuvor, wenn der bis dahin abgelaufen ist, dann ist dem so. Logik hinter der Chronologie meines jetzigen Vorgehens. Ich will auf jeden Fall die Karte haben, bevor wir wieder nach Tall Trees rüber dackeln. Damit wir wissen, wo wir sind. Bevor ich allerdings den Gemischtwarenladen betrete. Wenn wir erstmal hier... Hey, Mister. US Military Scrap. Aha. Beeindruckend großes Sortiment, mein Freund. Bye. Okay. Aber wir waren beim Schneider. Yay. Das ist doch eine gute Sache, oder? War ein hartes Stück Arbeit. Hier. Der Knarrenklaus. Hat auch auf. Was ist los, Magazin, Micha? Leg mal Ware auf den Tisch. Okay. Die Mauserpistole. Evans Repeater. I take. Bait nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Carcano Rifle. Explosiv-Rifle. 5000. Krasse Scheiße. Und die verschießt dann Explosivgeschosse oder was? Ha. Huh. You know what? I take it. Oh. Jetzt sind wir arm, aber bald werden wir wieder reich sein. Wenn wir America's Row finden. Realisiere auch gerade, vermutlich war es eine Drecksidee gewesen, einfach alle Geld auszugeben, bevor wir beim Gemischtwarenhändler waren, aber nee, ist mir egal. Der Pistolen-Paul hat ein ordentliches Angebot gehabt, da mussten wir zuschlagen. Oh, Shopkeep. Rick, why is it not available? I want this. You need to give it to me. Why don't you... Sounds good. Let's see what you got. See what you got. Gibt's irgendein Viech, was es nur in... Jo. Mexiko gibt. Ja, wir haben nicht viele Viecher geschossen in Mexiko, ne? Ach, der Armadillo. Doch klar. There you go. Gibt auch richtig ordentlich Cash. Das Gerät. That's it. Warum darf ich die Great Plains Karte noch nicht haben? Na, ist egal. Wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen. Jo, komm, Claudia. Wir gehen uns ein wenig Käse in die Tasche reiben. Always looking out for that shadow, my son. Die crazy Büffelherde. Ja, nicht in die Büffel rein. Ich glaube, mit der legen wir uns wirklich erst an, wenn wir Großkaliber rumliegen haben. Die Great Plains machen ihrem Namen den ersten Blick die Ehre. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, dass sie rein flächenmäßig relativ begrenzt sind. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die middlingly scaled Plains hat auch nicht denselben Klang. Da habe ich Verständnis. Wie? Reinicke. Ich fort, Junge.
Oh, warte mal. Ja, Mann. Sorry, Bro. Claudia hat das manchmal. Ja, Platz machen muss. Geil, Tomahawks. habt ihr hier Tall Trees? Mensch, perfekt. Okay. Tomahawk Mastery. Was genau müssen wir damit machen? Tomahawk Mastery. Okay. Eins als Wurfwaffe, eins als Nahkampfwaffe und eins vom Rücken eines Pferdes. Verstehe. Die verschiedenen flexiblen Einsatzszenarien für einen Tomahawk einmal austesten. Vorsicht, nicht, dass ich wieder über einen Haufen reite. Was ist das hier? Achso, kann ich kaufen. Ja, ich bin aber arm. Geht nicht. Sollten wir aber vielleicht kaufen, wenn wir... Moment mal. Kiste? Weil wenn wir das nächste Mal irgendwie jagen gehen und dann wieder vom Grizzly geplättet werden, dann wäre es natürlich irgendwie ganz nett, wenn wir nicht unbedingt in Armadillo wieder aufwachen. Money. Der Waldgeist wird dieses Geld nicht brauchen. Und wenn dieses Geld einem Menschen gehört hat, dann war es sehr dumm von ihm, das hier einfach mitten im Wald zu parken. Da darf er sich dann auch nicht wundern, finde ich. Was sagt unser Grizzly-Radar? Ach, guck mal. Ja. Die verlassene Hütte, Tenor's Reach. Ja. I see. Verrat mich nicht, Geistbock. Claudia ist total lieb und total niedlich. Du willst auch mitschleichen, ich weiß, aber chill mal bitte. Das bemerken die nie, I guess. Oh, warte mal. Ach, es war so klar, ey. Es war so klar. Mensch, Claudia. Da kommen dann offensichtlich noch die Gene des Vaters durch. Naja. Aber die Kiste läuft noch. Das ist einfach 600 fucking Dollar. Wenn ihr nicht bereit, mir die entgehen zu lassen. Claudia, antanzen. Aber nutzen wir mal die Gelegenheit. Tall Trees, yes. Hui. Bene. On the trail of Devarka. Devasa? Ich weiß nicht, wer das ist. So, auf ein neues. Ich werde diesmal Claudia ganz bewusst wie ich abseits parken. Was beschwert? Ja, ist ja klar. Grüß dich, lieber Grizzlybär. You know what? You know what? Nicht mit dem Commander-Freundchen. Ist hier noch jemanden? Was ist da jetzt los? Ihr macht das hier, Leute, wa? Ich hab doch vollstes Vertrauen in euch. Ihr kriegt das hin. Wie ihr an meiner modischen Krawatte seht, bin ich ein distinguierter Edelmann. Hier gerade ein Grizzly filetiert. Ich sagte Edelmann, nicht arbeitsscheu. Gut. So. Bisschen ist es noch, ne? Naja, da oben. Ja, komm.
Nehmen wir den Evans Repeater. Wildschwein! Natürlich auch sehr clever, wenn wir uns da anschleichen wollen. Wenn wir alles und jeden an tierischen Viechern über den Haufen ballern. Aber wie willst du machen? Ist ja sinnvoll. Für uns. Ja. Eine sehr, sehr gute Frage. Ihr seid alle dumme Knackwürste. Und ich respektiere. Au, 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 ja, jawoll. Feini. Ah, fuck. Fremdhorst nehmen. Ist aber cool. Ist cool. Gar kein Problem. Nicht meckern. Oh, es ist so ein... Das arme Pferd. Nee, komm. Wir killen jetzt mal das Pferd nicht. Das geht auch so. Jawohl. Guck mal hier. Mr. Rowe. Schön verschnüren hier. Wie sich das hier hören tut. Ain't gonna happen. Yep. What you been eating? Get fucked, cocksucker. Boy, beruhig bitte. Oh fuck me. Ja, schnell drüber. Mach es, Junge. Mach Johnny. Claudia, what are you doing? Und jetzt machen wir es ganz knallhart. 1, 2. Ah, Gott. 1. 2. 3. 4. Und jetzt machen wir mal einen Schuh hier. Das werden sicherlich nicht die letzten gewesen sein. Ich möchte mal wissen, warum mir immer mal wieder das Deadeye einfach so abbricht. Ob ich zu wild rumrühre, oder? Oh Gott. Woran genau ist mein Pferd jetzt gerade verstorben? Ich frage nur für einen Freund. Mann. Alright, let's see. Hä, wo liegt er denn? Hier liegt er. Ach, dumm. Okay, dann müssen wir mal aufs Wochenhaus um Sprint reigen. Hallo, Horsey Horse. A long time no see. Sie sieht immer noch gut aus. Ah, wirklich hart verdiente 600 hier. Da. Das sag ich dir. Ja, ihr macht das hier, Jungs. Ihr macht das. Ihr habt es übel drauf. Toll seid ihr. Es ist wirklich anstrengend. Hm. Ja, Grizzly, am Arsch. Bye. Don't care. Wildschwein. Noch ein Wildschwein. Jede Menge Wildschweine. Wo bin ich hier? Beachers, links von Beachers Hope. Gut zu wissen. Wir werden zurückkommen. Und nicht so lange wir von den Bekloppten verfolgt werden. Ich möchte wirklich wissen, wie es Claudia da erlegt hat.
Bin mir nicht ganz klar. Ist aber was herausragend unhöflich. Perfekt. Here, you earn. Sechshundert wohlverdiente Tacken. Na, haben wir schön was verdient. Jetzt baller ich nochmal schnell zurück nach Beecher's Hope und greife mir ein paar Wildschweinchen ab. Wobei. Na, pass auf. Wir begeben uns nach Peach's Hope. Auf dem Rückweg machen wir die Wronged Woman. Und dann machen wir wenigstens noch eine Main Quest. Ich muss West Elizabeths neue Gebiet ja ein bisschen explorieren. Das sei mir nachgesehen, aber. Ein bisschen Progress wollen wir auch nochmal machen, ne? Da können wir uns dann überlegen, welche Option wir da in Angriff nehmen. Entschuldigen Sie, mir wurde berichtet, hier gibt es Wildschweine. I want them. Alter, bist du das, was ich denke, was du bist? Fuck you, Kitty Cat. Wo mir gleich das nächste Pferd gerissen wird. Nein, nein, nein. Mal, was ist denn los hier? Wölfe, Rehe und fucking Cougars? In trauter Dreisamkeit? Let's go! Ich hab's Mountain hören. War irgendwas gestört oder was? Haben die ja gerade eine Versammlung gemacht, wollten sie eine Gewerkschaft gründen? Man weiß es wiederum nicht. Das sind die Mysterien des Westens. Ach, Grizzly. Geil. Sag ja, Elk. So, was hat jetzt von die Wildschweine her? Ach, mieses Schwein. Nein, Mann. So. Hamas. Oh. Ich weiß das auch nicht ganz. So können wir ausweichen. Hallo, Bär. Okay, ich habe mir gerade selber beigebracht, wie ich hier ausweiche. Man hat ja im Normalfall, also Nahkampfangriffe sind außer von den Viecher ja keine Okkasion, die häufig auftritt. Ne? Bisher haben wir es einfach nicht gebraucht, aber sehr nützlich. Vor allem, wenn schon wieder ein scheiß Grizzly von hinten kommt und Ruhmstress. Ach. Mama, müssten wir jetzt nicht langsam mal, was hier mal genug Wildschweine haben? Wir brauchen noch eins. Okay. Genau gesagt, müssen wir noch eins abziehen. Hier muss doch noch ein Schwein sein in dieser Welt.
Okay. Lieber Ureinwohner, ich lass dich mal machen, ja? Das ist zum Kotzen. Ich fange an, eine Grizzly-Wut zu entwickeln. Haben die Wildschweine mit den Grizzlies irgendwie so eine merkwürdige Leibwächter-Patronenvereinbarung? Ey, Misha! Wenn das nächste Mal die bekackte Narbenfresse wieder rumkommt, hast du meinen Rücken, ja? Gar kein Problem. Okay. Bevor ich jetzt nochmal nach Tall Trees raus diffundiere, gehen wir mal wirklich zu Clara und machen dann noch eine Mission. Ich habe das Gefühl, das wird hier so schnell nichts mehr. Wir haben auf jeden Fall heute eine wertvolle Lektion gelernt. Gefühlt vielleicht 4 oder 5 Folgen, bevor Red Dead Redemption 1 durch ist. Wobei ich das noch nicht mal mit Sicherheit sagen kann. Also ein bisschen was haben wir tatsächlich noch auf dem Speiseplan hier. Und wenn ich mich weiter so ausdauernd mit irgendwelchem Dumpfig aufhalte, dann vielleicht auch noch ein paar Folgen mehr. Aber, naja. So. Wir bringen Geld zu Clara. Santa Clara. Hey, Clara. Hello, Mister. Got you some money. Oh, you are very kind. Very kind. And how's Harold? How's my Harold? Didn't go so well. I'm afraid he's dead. Dead? Unfortunately so. I must go to his grave. Afraid I don't know where that is. Oh, he'll be buried in the cemetery in the family plot. But hurry, I can make it to his funeral. Richtig. Ein Teil des nicht ganz unbedeutenden Vermögens, was ich da bei Waffen Walter gelassen habe, beinhaltet ja auch die 200 von Harold. Naja. Alright. Mal gucken, ob wir hier... 7 und 10. Okay. Zu spät, zu spät. Es ist gerade viel zu spät. Oder zu früh. Je nachdem. Dann legen wir uns doch einfach nochmal hin. Sagt der Tacho, sieht gut aus. Okay, und mein Vorschlag wäre, guck mal auf die Karte. Volle Granate, die Karte. Starten wir doch einfach mal mit dem merkwürdigen Professor durch, den wir da in der letzten Folge kennengelernt haben. Vielleicht hilft er uns noch ein bisschen, die örtlichen Ureinwohner ein bisschen besser zu verstehen. At home with Dutch. Okay. Oh, incredible. Simply incredible. Hello, Professor. Hello, sir. Oh, Mr. Marston, sir. Good day, good day. How are you? Well, my family's health and well-being are being threatened by some unscrupulous government agents, and my own hard-won freedom is under duress. But these problems aside, I suppose I'm fair. Yes, the problems of civilizing nomads. Tell me, sir, are you from Norse stock? Not as far as I know. I was raised in an orphanage. My father was Scottish. Unfortunate. You'd make an interesting case for my theory of natural population characteristics. Really? Well, yes. A white man, obviously, but with a savage spirit. Trust me, sir, I mean savage in the best possible sense. Natural nobility, but also simple. Pure. I've been looking at some blood samples through my microscope, and you know what? No. Oh, well, of course you don't. It's a remarkable breakthrough. I've been looking at the blood of both natives and white men of corresponding height, weight, and age, and you know what? Again, no.
They're exactly the same. Phew. It's remarkable. It completely refutes my last book. But I'll tell you what, sir. This sabbatical in the field may have been somewhat forced upon me by circumstance, but my scholarship has benefited enormously. Would you like to partake of a syringe of cocaine? I've quite enough for two. Not right this minute, no. Oh, it's a remarkable drug. It entirely restores the ego. It takes one back to a primal state. It helps my thinking enormously. Oh, Nastas, come on. Come in, sir. Would you like to take off your slippers? Or skin a rabbit? I know we cannot see the stars, but still my heart is pure and we meet as equals. These savages must be spoken to simply in metaphors. No, sir. I grew up on a reservation and attended school. Oh, lovely. But I can show you what you want to see. I know where the group of bandits you seek are hiding. Both of you. Vanderlyn has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. Where's Dutch Vanderlyn based? In the hills, in Cochinay. Let's go. I know a way there that is not guarded. Marvelous! Simply marvelous. Muss der koksende Pseudowissenschaftler wirklich mitkommen? Ist das notwendig? A scientist, a criminal and a savage. What a strange trinity we make. Come, let's hurry. Stay close. Okay, auf nach Cochinay. I understand we have a mutual interest in Mr. Vanderlyn. You gonna kill him too? Kill him? Good God, no! What is it with you people out here? No! Yep. Vanderlyn fascinates me. A white man living among natives. A civilized mind turned savage. It's reverse integration or regressive acculturation. I don't know. I haven't found a name I like yet. He was never that civilized. Ah, but of course. Edgar Ross mentioned your unique history with the man. Although I was away with the fairies at the time, I must admit. Surfing great waves of euphoria. Anyway, yes. Some kind of Robin Hood, Oedipus, communist tale of naivete and betrayal, if I remember correctly. We ran in a gang together, Professor. I wouldn't try to read too much into it. It's my job to read too much into everything, dear boy. No, it's not, idiot. Look, Mr. Marston, buffalo. Oh, what a noble beast. I see him. The white man will soon be the end of them. What on earth are you talking about, Nastas? Too much hunting, sir. Your whole society is based around hunting. But we hunt to eat, not for sport. Soon, there will be no buffalo left. Who teaches you this nonsense? Extinction is a myth refuted by Darwin. Species don't die, they evolve. Hunting in time will make the buffalo stronger. Huh? Totally not how anything works. Shut up. These trees are quite foreboding, Nastas. Are you sure this is the right way? It's this way, mister. Yes, sir. It's rather dark. Ain't you never seen trees before? I thought you were a brave cultural explorer. Good Lord, no. I rarely leave my room. I explore with the mind, Mr. Marston. Enjoy it while you still can. Soon you will have cut down all of these trees. Me? Or are you making a sweeping statement about the white man in general? There is no respect for the land anymore. I'm sensing some hostility, Nastas. Some anger. Talk me through this primal emotion, where it's coming from. Don't worry about it, Professor. Ja, wo könnte das herkommen? Man weiß es wirklich nicht. MacDougall, 100 Jahre später geboren und ein Wissenschaftler wie du wäre an der Speerspitze der Genderbewegung. Scusi. We'll leave the horses here and climb the rest of the way. A
remarkable. I'm afraid I don't really have much of a head for heights. More of a head for highs. Well, anyway, I'm sure Nastas will help you. I must be on my way. I've got work to do. Yep. Thanks for the help. Goodbye, gentlemen. Enjoy yourselves. Du warst ausnehmend nutzlos. Come on. I see a spot where we can climb up. Double Team Action. See if you can find another route, Mr. Marston. I will have a look around. Getrennt werden, uncool. Aber es ist gar nicht schlimm. Hier geht es hoch. Und hier können wir chemien, glaube ich. Ja. Chemie, 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 Chemie. Ich überlege jedes Mal, wenn in Spielen so eine Passage kommt, was ist eigentlich das deutsche Wort für Chemie? Entlangrutschen? Nicht wirklich. Kraxeln? Geht in die Richtung, aber... So, das ist es hier, oder was? Die Bude von Touch. I think there's a path through this cave. Es hätte mich auch gewundert, das ist ein bisschen... Für eine ganze Gang irgendwie ein bisschen überschaubar hier der Wohnraum. Das ist eingestürzt. Good. This should save us some time. Ja, perfekt. Bester Mann, Nastas. Unangenehm viel TNT hier, ne? Nicht der Einzige, dem das auffällt und den das stört. This way. The fuck? Am Arm erwischt. Was ist er? Dynamite, get out of here! Oh fuck. Okay. Schlechte Minenarbeiter. Was ist mit den Bergarbeitern in diesem Land? Komplett bescheuert alle. Put your gun down, friend. I'm hurt pretty bad. I don't think you should go any further. I'll be fine. But you go ahead. I don't want to slow you down. You sure you're all right? Just need to take it slow. Go on. I'll catch up. Or see you on the way down. Don't worry about me. Go look for Vanderlyn. Good luck. Der Rest der Klippen nach oben. I would go now, mister, before somebody sees you. Ja, wir arbeiten dran. Können wir die lustigen Leute hier rippen? Go on. You don't want to miss your chance. I'll be fine. Das ist wirklich lieb, Nastas, aber Nastas? Ich bin gerade unsicher.
Anyway, nicht böse gemeint, falls falsch. Wieso ist da oben jetzt wieder eine Leiche? Schon Bären. Ja, wie ich es finde. Bären oder irgendwas anderes, was faucht und rummelt und. Uns gegebenenfalls als Leder will. Ja, Bär. Gut, sie. Es ist gut schon, er ist doch schon tot. Zum Glück hatten wir bislang mehr als ausreichend Gelegenheit, an seinen Cousins und Cousinen zu üben. Sodass wir auf diesen hier vorbereitet waren. Grizzly Meat, Grizzly Meat. Bighorn. It's a little bighorn. Wir müssen aber, glaube ich, hier den Weg weiter nach oben, ne? Ja. Und. Ja, Kochinai. Kochinai. Nicht die geringste Ahnung, wie man es ausspricht, richtig? Kochinai? Okay. Was ist hier für ein Massaker gelaufen? Auch der Bär oder was? Fick dich. Oh Gott, und ich falle drauf rein. Dumm, weil ich gierig bin. Auf ein neues. So, viel dazu. Und wir wissen ja, der zweite Wächter des Berges. Jetzt sind wir ja vorbereitet. Die Frage ist, die ich mir stellen tät. Wo kam die Bestie her? Da, guck mal. Grüß dich. Ja. So verdient. Du liebes Lieschen, gibt's echt keinen direkteren Weg? Naja, wir befinden uns zwar technisch gesehen im Reservat, aber irgendwie ist es vermutlich auch so, dass sich Dutch van der Lind nicht unbedingt im offiziellen Teil versteckt. Das hätte ja nun schon fast wieder geklappt. Weißkopf Adler. Everybody? I actually do want you. I can't fucking believe it. Wieso kann ich nicht höher zielen? Ich habe das Gefühl, es gibt einen Grund, warum dieser Weißkopfadler dort ist. Ich kann natürlich auch sagen, ja gut. Bloß weil er da sitzt, muss er nicht automatisch bedeuten, dass man ihn erschießen muss. Aber das ist doch bestimmt irgendwie ein... Hier, seltenes Viech für seltene Gelegenheiten. Oder so. Ich bin noch ganz so unten, ist auch runtergefallen. Yeah. Ist er da hingerannt?
Da unten liegt er und da ist der Bär. Jo, das war's mit dem Bär. Und da höre ich die Katze hinter mir. Eagle Feathers. Hm. Nicht so spezial, wie ich gedacht hätte, aber gut. Ist okay. So, nach diesem kleinen Abenteuer. Neutralisiere den Scout, ohne die Festung bezüglich deiner Anwesenheit zu alarmieren. Eigentlich will ich ihn nicht killen, aber... Oh ja, da unten geht's ab, ha? Binoculars. Wir suchen nach Hinweisen bezüglich Dutch. Okay. Schießen kann er offensichtlich noch. Mr. Marston? Mr. Marston! Mr. Marston! Here you go, Mr. Marston. You research. Put that stuff away. You banged your head. Nastus and I carried you down. Mm. Well, Nastus heard the shots and he hurried up to rescue you and he carried you down. I improvised an escape plan. I'm more of a planner than a man of action. Thank you, gentlemen. Friends of mine are with Vanderland. We must try to reason with them, sir. Vanderland's gang contains several natives. We must meet with them and try to save them from disaster. My people have already endured many disasters. Before, this was all our land. And now we have brought you civilization. Sure, it hasn't been easy, but it hasn't been easy for anyone, Nastus. Why, I knew a man in Yale whose father once shot 18 natives in one afternoon out in Wyoming. Oh, the man was quite traumatized. He took to lying with choir boys. For a wise man, you are a very stupid man, mister. Gentlemen, I'm gonna leave you to figure out right from wrong. You are simple-minded, sir. Thus, I do not blame you for not understanding reason. Then again... Gib ihm ein, zwei Nachdenkstellen, Nastus. Ist völlig in Ordnung. What an idiot. Jesus. A savage soul. Aha. Ja, gibt ja immer solche und solche Aufnahme-Sessions noch. ich denke mal, ich werde eine Menge zusammenschneiden. Das dürfte mit Abstand die längste Episode sein, die ich bisher am Stück mal eingesprochen bzw. eingespielt habe. Ich bin sehr viel gestorben.
Mal gucken, wie wir das alles irgendwie so halbwegs auf vernünftige Lauflänge geknetet bekommen. Ne, wie sagt man so schön, die Nacht ist immer am dunkelsten, bevor es wieder hell wird. Und ja, wenn eine Aufnahmesession so scheiße läuft, kann die nächste eigentlich nur besser werden. Ich hoffe, ihr habt Lust, euch davon zu überzeugen, dass dem dann tatsächlich so ist. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Und bis dahin gilt wie immer, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn.